Hallo, hier ist Jürgen und willkommen zu Let's Play God of War 3. Ein Spiel, worauf ihr lange gewartet habt, ein Spiel, worauf ich lange gewartet habe. Und endlich ist es soweit, endlich können wir diese, in Anführungsstrichen, Trilogie, denn es gibt ja auch drei Spin-Offs, aber die Hauptserie hat soweit nur drei Teile, können wir jetzt endlich in die letzte Runde starten. Und schaut euch mal das Profil von Kratos an, ist das nicht Wahnsinn, wie krass gut das designt ist. Ich hoffe, das kommt auch auf YouTube gut rüber, denn ich werde so ziemlich die höchste Qualität aufrufen, die ich machen kann. Und wir spielen auf normal, weil ich habe ja schon erklärt, dass ich schwer nie wieder spielen werde. Ja, und ich benutze kein Migui, nein, für die Migui-Fetischisten. Aber Moment, kann ich noch? Ne, okay. Meine Rache endet jetzt. Okay, keine Untertitel. Es müsste aber welche geben, wahrscheinlich kann ich die wie bei Uncharted extra einstellen. Meine Brüder. Ein großer Sieg hat uns gestählt. Der Sieg, der den großen Krieg beendet und die Herrschaft des Olymps eingeläutet hat. Zeus ist böse. Geboren aus den Tiefen der Unterwelt. Verwurzelt im Fluss der Seelen. Unser Berg entstand aus dem Chaos. Als er wuchs, so wuchs auch die Macht der Olympia. Wir schufen eine Welt des Friedens. Das sieht irgendwie im Moment nicht nach Frieden aus. Eine Welt, die im Schatten und Schutz meines Berges lebt. Und was ist passiert? Dann kam Kratos. Zum ultimativen Sinnbild von Stärke und Macht. Böse. Aber das Design hier ist wirklich krass. Ich meine, schaut euch nur mal diese Cutscene an. Wie atmosphärisch das ist. Und ja, ich wollte sagen, mit Migui hätte ich vielleicht weniger Speicherung gehabt, aber ich meine, der Arbeitsaufwand mit meinem PC hätte es wahrscheinlich länger gedauert, als es einfach so zu machen. Also an sich würde es auch nicht besser aussehen, es wäre nur weniger Dateigröße. Nein, ist ja auch egal. Brüder, vergesst die Nichtigkeiten, die uns so lange entzweit haben. Wir vereinen uns, bilden eine gemeinsame Front. Und ich werde diese Laus zerquetschen. Der Olymp wird siegen. Ah, ist das lange. Ich habe übrigens Ascension noch nicht durch. Aber ich denke, das wird jetzt nicht so störend sein. Wir werden sehen. Hey, 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 das sind also die letzten Überreste der Götter, die du noch hast. Ja, an deiner Seite. Ah, du mit deiner Münze, dich mag ich gar nicht. Das heißt, der hat schon Macaroni im Bart. Und Hades Design ist eh das ekelhafteste von allen. Aber das ist Helios, ne? Der hier in der Rüstung sieht ein bisschen aus wie Caesar. Ansonsten, was Partlänge angeht, werde ich mich wahrscheinlich so ungefähr zwischen 15 und 18 Minuten aufhalten, aber ist nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Könnte auch mal kürzer werden. Weil durch den hohen Aufwand wahrscheinlich ich im Moment ein bisschen länger dann hochladen müsste, weil mein Internet nicht so sehr will. Noch nicht. Dauert noch ein bisschen, bis ich endlich von Alice befreit bin, aber schauen wir mal. Und wer das eben war, dazu kommen wir später, ne? Aber schaut mal, die nette Gaia lebt ja noch. Hat uns ja echt gut geholfen im letzten Teil, ne? Hat uns da unsere Wunden zusammengeflickt. Und erinnert ihr euch? Dein Sohn ist zurückgekehrt. Ich werde den Olymp vernichten. Ungefähr so hat ja God of War 2 aufgehört, ne? Nun denn. Die Titanen werden erneut scheitern. Ach, meinst du? Nicht, wenn wir dabei helfen können. Kommt her! Ihr könnt mich alle mal. Kratos hat nämlich ein paar neue Moves noch gelernt. Und zwar, wenn wir Gegner greifen, können wir sie nicht nur direkt zerreißen, wir können auch Viereck drücken und dann mit ihnen rumrennen. Das ist so stylisch. Das haben sie in Ascension interessanterweise noch ein bisschen verbessert. Also vom Gameplay her ist es teilweise echt nice, aber hier ist es mehr wie God of War 1 und 2, aber deutlich besser. Deutlich schneller auch. Und schaut euch mal an, wie die Effekte aussehen. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gameplay von Ascension im Kopf. Ich hoffe, dass ich mir das schnell rausprügeln kann. Ansonsten Magie haben wir auch, ich glaube, auf R2. Yeah. Böse Sache. Zieht derbe. Und Moment, kann ich. Ich muss noch gucken wegen Untertiteln, aber machen wir mal bei der nächsten Szene, wo das vielleicht geht. Ja, reiß die Steine aus und schmeiße nach oben, richtig so. Was willst du denn? Gott, der sieht aus, als würde sein ganzer Körper zuge. Ja, ihr wisst schon. Mensch, er hat aber einen Affenzahn. Verdammt. Das bringt den böse. Nicht schlecht, menschliche Kanonenkugel, du. Na gut, die Götter sind auch keine Anfänger, ne? Ja, zumindest die meisten nicht. Aber
die Qualität ist echt Wahnsinn. Was schreist du so? Ach, dieses komische Ding da. Da hinten zieht es doch einen runter. Oh, da ist er weg. Ich arbeite dran, meine Gute, wenn ich wieder laufen darf. Ja, genau, boost mir erstmal das Feuer aus, richtig so. Immer diese Erklärung hier. Aber noch ein paar Gegner. Kommt her. Ja, Magie einsetzen haben wir zwar schon mal gemacht, aber nochmal. Yeah, böse Technik. Und Moment, erstmal schauen wegen Untertitel. Nee, ich glaube nicht hier, sondern auf Select war das, ne? Select. Optionen. Audio. Ich weiß, dass es hier eigentlich Untertitel gibt. Da, Untertitel. An. Sind sie jetzt an? Alles klar. Viel besser. Ich glaube mal, für ein Let's Play ist das definitiv von Vorteil. Und schaut mal die Gegner, wie sie noch rumkrabbeln, ey. Aber Kratos hat auf jeden Fall eine Menge neuer Moves gelernt. Es geht doch alles schneller. Die Mucke ist geil, aber der OST ist eigentlich wirklich recht klein für ein modernes Spiel, finde ich. Ich glaube, es hat nur 23 oder 25 Songs oder so. Also definitiv nicht viel. Aber gut. Nehmen wir mal das Estien hier aus dem Weg. Stört dich wahrscheinlich nicht gar, ja. Dann schauen wir mal weiter. Na, kommt er. Ich finde es auch interessant, dass die Kamera hier schon etwas mehr mitspielt. Ich muss sagen, in Ascension hat mich die Kamera hier und da ein bisschen genervt, weil sie manchmal, wenn die Action abgeht, sau weit wegfährt. Aber hier ist die Kamera wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ist zwar schade, dass man sie immer noch nicht drehen kann, aber hier ist das nicht so schlimm, weil die Kamera echt gut mitkommt. Und was bist du? Ein Wasserpferd oder was? Wir sollen aufs Maul. Komm her, ich geb dir reichlich und... Du kriegst jetzt... Oh, böse. Hör mal auf zu niesen hier. Ich hab Magie, wenn du willst. Frisier in die Fresse. Nein. Was wir eigentlich machen müssen, ist, glaube ich, so ein bisschen auf die Krallen gehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nimm mal deine Pfoten weg hier und... Sauber. Und jetzt auch die hier vorne. Ah, sauber. Holger, fall nicht runter. Geil, halt dich fest. Und schaut mal, sofort ändert das ganze Gameplay, indem wir jetzt kopfüber hängen und dem Vieh noch ein paar aufs Maul geben. Es ist echt stylisch gemacht. Echt atmosphärisch. Ich meine, wie viel Kratos drauf hat. Ich liebe es einfach. Jetzt einfach mal schnell kopfüber kämpfen. Wobei er das schon in God of War 2 konnte, aber nicht annähernd so schnell und flexibel, wie es hier der Fall ist. Und wenn ihr meint, das war jetzt schon beeindruckend, ich sag euch, Kratos hat noch eine Menge mehr drauf. Wir wärmen uns erst noch auf. Was heißt das? Wir sind noch nicht mal aufgewärmt. Das ist noch der Anfang. Das ist der erste Part. So, und jetzt kriegst du noch mehr aufs Maul. Komm her, du kannst eh nichts. Nö. Moment, wenn du... Darf ich nicht meine Magie starten? Oder nicht? Auf jeden Fall, ich sag euch, auf schwer ziehen die Viecher hier derbe. Das ist echt böse. Und... Ach so, jetzt sehe ich es. Ich kann gar... Ich stehe gar nicht. Ich bin noch am Hangeln. Ach so, ich habe mich nämlich schon gewundert, warum Kratos nicht seine Magie einsetzen will. Aber wahrscheinlich hängt es damit zusammen. Da, diese ganze Perspektive hier. So, komm her, du komisches Pferdchen. Boah, das hat gezogen, nicht wahr, mein Süßer? Komm schon. Ah, ich hab's vermisst, mich wieder wild in God of War zu kloppen. Ich meine, Let's Play-Technik jetzt. Das habe ich echt vermisst. Letztes Jahr, ich dachte, so nachdem ich God of War 2 gemacht habe, das war irgendwie zu viel. Aber nach einer Weile hat's mir echt gefehlt, muss ich gestehen. Also, ich kann's auch gar nicht erwarten, irgendwann mal in Zukunft dann die anderen Spin-Offs noch zu machen. Definitiv. Zumindest die beiden PSP-Teile würde ich gerne abschließen. Ja, von der HD-Collection. Ja, keine Sorge, nicht von der PSP. So, und jetzt haben wir wieder unsere bekannten Quicktime-Events. Die muss ich sagen, ja, ich weiß, ich werde jetzt immer ein bisschen was an Ascension oder mit Ascension vergleichen, weil ich aktuell Ascension zuletzt gespielt hatte. Aber in Ascension die Quicktime-Events mag ich nicht so sehr. Die sind dann mehr, dass man sich frei bewegen kann quasi, aber es ist irgendwie komisch. Man muss dann Gegnern ausweichen und dann zuschlagen. Komisch gemacht, irgendwie bin ich so der größte Fan davon, also mich kann man dafür nicht unbedingt begeistern, aber ist wenigstens mal was anderes, sagen wir mal so. Naja. Da geht eh nichts über diesen Teil hier, das ist mein liebster God of War Titel, nur so nebenbei, falls ich das noch nicht gesagt habe. God of War 3 pumpt, der pumpt richtig. Aber gut, hangen wir uns mal ein bisschen entlang. Und übrigens, ich hoffe, dass ich alle wichtigen oder so schnell wie möglich die wichtigen Schatztruhen finde, die ich finden will. Wer stirbt? Der da hinten? Der tötet euch. Böse. Aber zumindest die göttlichen... Wie heißen sie? Die göttlichen Besitztümer oder wie sie heißen, die möchte ich eigentlich alle finden. Ich denke noch zu wissen, wo alle sind, aber ihr könnt mich gerne wie in den vorherigen Let's Plays wieder daran erinnern, wo sie sind. Und schaut mal, jetzt kann Kratos an dem Vorhängen auch ein bisschen schneller... Vorhängen, sage ich schon, abhangen. Etwas schneller krabbeln. Kraxeln. Ziemlich gut gemacht. Und Gaia! Nein! Halt dich fest! Ich rette dich. Komm schon, Gaia. Na, es ist abgestürzt. Ja, wir sehen uns bestimmt nachher. So, was wollt ihr? Wollt ihr einen aufs Maul? Oh Mensch, diese Effekte.
Effekte bei der Waffe, es ist so Style und schau mal, ja, wirbeln. So gut, wie Kratos sich kloppen kann. Wir haben immer noch unser Block-Item. Und wir haben übrigens, für wer es wissen wollte, die Flüge haben wir natürlich auch noch. Aber gut. So, jetzt geht's du mir aus dem Weg und du auch. Sauber. Okay, da scheint sonst nichts mehr zu sein. Ich glaube, es kommen noch keine Truhen. Noch nicht. Na kommt her, ich will nur wirklich aufpassen, weil ich nicht unbedingt was wirklich Wichtiges übersehen will. So wie in God of War 2 habe ich ja einige Sachen übersehen, aber ich war froh, dass ich zum Ende hin... Und, ah, ich habe so total... Genau, das Greifen geht hier nämlich anders als in Ascension. In Ascension kann man nämlich mit einer der beiden Klingen einen Gegner quasi greifen und mit der anderen weiter angreifen. Das ist eigentlich recht stylisch. Also das ist eine Sache, die ich wirklich, wirklich interessant und gut fand. Das hat mir gefallen aus dem Titel. Aber gut. So, kannst du das mal öffnen? Übrigens, obwohl, das haben wir noch gar nicht, ne? Nee, das, wenn ich da genau oben hingucke, wir haben das noch gar nicht. Aber ihr seht, dass dort unter der blauen Magieleiste noch ein weiterer, im Moment leerer Balken ist, aber dazu kommen wir später. Die Kette des Gleichgewichts. Stärke ist die Verbindung des Olymps. Jetzt näher den Buchstaben drücken, aktivieren. Okay. Interessant. Moment, können wir das nochmal lesen? Ihre unvergleichliche Stärke sichert die Verbindung des Olymps mit der Unterwelt. Okay. Das heißt, würde diese Kette reißen, dann wäre das wohl nicht gut. Und hier haben wir... Wow, jetzt wäre ich fast gestorben, ne? Kratos, nochmal bitte. Einmal hier hoch und dann bitte dorthin an, heran. Denn wir haben immer noch diese Ketten, dieses Kettenmechanismus-mäßige, was ich so gefeiert habe in God of War 2, dass das eingeführt wurde. Weil das einfach das Gameplay so krass verbessert hat. Falls ihr euch erinnert, God of War 1 hatte ja nur diese Seile. Das war echt schwach im Vergleich. Sehr schwach. Kann man wirklich nicht anders bezeichnen. Aber gut, es ist ein bisschen kalt hier oben. Ha? Ich meine, wir sind auf dem Olymp. Ich würde es mir auch nicht anders vorstellen. Weiß gar nicht, wie hoch der Berg ist. Könnt ihr mir gerne sagen, ob es ein hoher Berg ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, da ist eine Lava-Version von Gaia. Entschuldigung, Titan heißt der. Oh, Clash of Titans, ha? Garantiert werde ich irgendeinen Titel hier so nennen. Ich habe mir das Spiel letztens mal angeguckt. Das ist ja ein Ego-Shooter, ne? Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was die Leute alle damit haben. Ich finde den gar nicht so epic. Also, er sieht für mich nicht so epic aus. Von wegen Game of the Year oder Game of the Generation. Das würde ich eher Metal Gear 5 zurechnen, aber jedem das seine, ne? Boah, schnapp ihn dir, sauber. Halt ihn fest. Ich knall ihn ein paar. Häng mal her. Gib mir mal das Pferdchen. Bist du mal damit? Komm schon, beiß ihm den Kopf ab. Okay, geil. Ich glaube, du hast alleine mehr Spaß, als wenn ich dir helfen würde. Von daher, mach du mal weiter. Sage mal. Hast du mir gerade die Brücke kaputt gemacht? Kein Problem, denn spätestens hier sollte uns auffallen, dass wir diese Flügel haben. Wir brauchen etwas Magie. Dann würde ich sagen, füllen wir die Magie auch mal ein wenig auf. Warum denn nicht? So, ansonsten, ich werde natürlich wie immer so ein bisschen über die Trophies gehen, wo mir etwas einfällt, aber im Großen und Ganzen kriegt ihr eigentlich das meiste mit ein- oder zweimal durchspielen, würde ich sagen. Und schaut euch den mal an. Ein Pferdchen. Ein Centaur. Ich war gerade am Trinken. Oh, dumme Sau. Das war ein bisschen unfair. Bisschen sehr unfair. Aber gut, ich gebe einen kleinen Hinweis dazu. Es gibt nämlich nur 3 Centaur im ganzen Spiel und wenn ihr dafür eine Trophy haben wollt... Da müsst ihr jeden dieser Centaur mit dem Quicktime-Event töten. Nur wenn ihr das macht, kriegt ihr die Trophy von ihm. Es gibt 3 verschiedene, aber ihr müsst sie alle mit dem Quicktime-Event töten. Wenn ihr sie einfach durch Schaden killt, dann kriegt ihr diese nicht. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Aber gut, das sollte eigentlich recht locker möglich sein. Und es ist echt unfair, wenn man beim Trinken gestört wird, ne? Oh, ah, wieder falsch gezögert. Mann, das könnte übrigens ein bisschen öfter passieren, aber ich gebe mir mal Mühe. Ah, ich hab's richtig gemacht. Komm noch mal her. Komm, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Komm noch mal her. Und... Na, also, danke Kratos. Pixie in den Bauch und jetzt komm mal her. So, Quicktime-Event ist eigentlich auch nicht so schwer. Was hier auch neu gemacht ist, ist, wie ihr schon sehen könnt, dass der Knopf, den ihr drücken müsst, hat zwar jetzt immer nur eine Farbe so, aber der Knopf ist immer dort, wo der Knopf auf dem Controller ist. Das macht das Ganze noch um Welten leichter. Also, wem das Quicktime-Event-mäßige wirklich zu schwer war, der muss jetzt nur noch gucken, wo der Knopf ist und nicht mal mehr genau, welcher Knopf es ist. Also, das kann man echt nicht noch leichter gestalten. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, aber Kratos und... Oh, was haben wir da? Ein Schartchen. Ich glaube auch, dieses Spiel hat Autosave. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß aber, dass Ascension Autosave hat und das nervt mich irgendwie. Das einfach so, weil Ascension ist auf einmal kapitelmäßig und das ist ganz, ganz, ganz anders. Es ist nicht so wie God of War 1, 2 oder 3.
Aber ich glaube, es hier hat Autosave. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das werden wir wohl lernen oder mitkriegen. Aber gut, was steht hier vorne? Und ich bin begeistert von der Optik. Dies ist die letzte Ruhestätte von Ares, dem gefallenen Kriegsgott. Ja, weil wir ihn zum Fall gebracht haben. Ah, Res. Rest in peace, du. Na, kannst du mal. Danke, Kratos. Und da kommt die Plattform rüber. Ganz toll, ganz toll. So, dann einmal schnelle Rolle machen, einmal hier hoch, weil ich glaube, das ist zeitlich bedingt, das fährt, glaube ich, gleich wieder zurück, ne? Sag ich ja. Sag ich ja. Aber gut, es gibt ja einige echt geile Mechanismen, was Rätsel angeht, also dieses Spiel ist richtig, richtig gut darin. In Ascension, ja, es kommt wieder Ascension, gab es da so ein paar Stellen, die mich echt austickt haben lassen. Da muss ich echt 2 oder 3 Mal im Internet nachschauen, wie das Rätsels Lösung ist. Aber gut, Leute, ich denke, für den ersten Part ist das recht ordentlich gewesen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Let's Play God of War 3. Ich bin Sion, sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.